kleine Regenrusche uns überhaupt nicht davon abhalten will, jetzt weiter die Vielfalt von Charlottenburg-Wilmersdorf zu feiern. Charlottenburg-Wilmersdorf mit seinen Anfangsbuchstaben C und W steht ja für Charlottenburg-Wilmersdorf, für die City West. Aber wir haben vor ein paar Jahren gesagt, hey, was prägt denn in besonderer Weise unseren Bezirk? Wir haben gesagt, wir sind eine Creative World, wir sind eine kreative Welt. In besonderer Weise prägt unseren Bezirk Kreativität und Vielfalt. Und Vielfalt heißt natürlich, dass rund 40%, das ist ja uns immer gar nicht so ganz klar, glaube ich, rund 40% der inzwischen fast 340.000 Menschen, die in Charlottenburg-Wilmersdorf zu Hause sind, einen Migrationshintergrund haben. Also Wurzeln, die nicht von vornherein in Anführungsstrichen biodeutsch sind. In der Weiterentwicklung des früheren Wilmersdorfer Festes der Nationen haben wir gesagt, wir wollen dieser Vielfalt Ausdruck geben. Leider letztes Jahr mit dieser beschissenen Pandemie nicht möglich. Deswegen doppelte Power in diesem Jahr. Herzlich willkommen zum Fest der Vielfalt hier auf dem Nikolsburger Platz. Ja, Herr Blaumann, vielen Dank. Natürlich haben Sie auch gerade erwähnt, letztes Jahr haben wir natürlich das Glück nicht gehabt, einfach dieses wunderbare Fest hier zu feiern. Vielleicht aber erzählen Sie ein bisschen, was bedeutet tatsächlich für das Bezirk, also Vielfalt zu feiern. Also diese Realität, dass auch nicht in Charlottenburg-Wilmersdorf praktisch zu Hause ist, das ist bundesweit, ist auch ein Thema. Und man hat auch unterschiedliche, sage ich mal, Forderungen seitens der Migranten-Communities, die einfach mehr Förderung sich wünschen. Wie schaut aus im Bezirk konkret mit solchen Maßnahmen, um Migranten zu fördern? Zum Beispiel das Stichwort interkulturelle Öffnung in der öffentlichen Dienst. Also erstmal haben wir natürlich doch, glaube ich, fast schon eine Art Alleinstellungsmerkmal, dass wir hier in der Trautenaustraße 5 das Pangea-Haus haben. Also, Monika Thiem, meine Amtsvorgängerin, herzlich willkommen, Bürgermeisterin im Ruhestand. Wunderbar sieht sie aus. Monika Thiem hat mit der damaligen Ausländerbeauftragten, so hieß das damals noch, Assise Tank, diesen Standort nicht aufgegeben, er ist nicht in den Liegenschaftsfonds gewandert, um ihn meistbietend zu verkaufen, sondern es war die Zielsetzung, den Organisationen, den Vereinen, den Trägern, die im interkulturellen Miteinander unterwegs sind, eine eigene Heimstätte, ein eigenes Haus zu geben. Und ich bin sehr glücklich, dass aus dem Haus heraus in den letzten Jahren ein Leitbild definiert worden ist, weiterentwickelt worden ist, dass sich die Mieterschaft weiterentwickelt hat und jetzt plus minus 22, 23 Organisationen dort ihr Zuhause haben und ein Stück weit stärker miteinander unterwegs sind und nicht nur nebeneinander. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Ja, interkulturelle Öffnung der Verwaltung ist eine Hauptaufgabe für alle Behörden im Land Berlin. Wir haben mit dem Integrationsbüro, wo wir ja in den letzten 5 Jahren 8 Stellen eingerichtet haben, mit Frau Jarici zum Beispiel, eine kompetente Expertin, die die interkulturelle Öffnung der Verwaltung mit einer sogenannten Roadmap aufgelegt hat. Das hat das Bezirksamt parteiübergreifend beschlossen, das hat die BVV übergreifend bestätigt. Das geht nicht auf Knopfdruck und auch da hat uns diese Pandemie natürlich ein Stück weit deutlich Sand ins Getriebe geworfen. Aber mit Blick auf die nächste Wahlperiode, klare Ansage, wir werden den Prozess verstetigen und vertiefen, damit tatsächlich das, was die Realität hier, diese wunderbare Vielfalt, ist ja ein Schatz, ja, was diesen Schatz hier ausmacht an Vielfalt, sich auch stärker in Neueinstellungen im öffentlichen Dienst, nicht nur im Rathaus Charlottenburg, sondern in allen 12 Berliner Bezirken künftig abbildet. Fantastisch. Ich bin von der iranischen Gemeinde in Deutschland auch ein Mieter des Hauses und wir freuen uns, dass überhaupt auch ziemlich viel Geld in diesem Haus investiert wurde in den letzten 2 Jahren. Und natürlich ist ein sehr gut investiertes Geld, weil auch letztendlich darum geht es, einfach die Begegnungen zu fördern, auch auf der bezirklichen Ebene, auch in Berlin weit. Sie haben auch bestimmt natürlich auch immer wieder davon mitbekommen, dass auch die Rassismusbekämpfung und Diskriminierungsbekämpfung ein Thema in Deutschland insgesamt ist. Und in Berlin ist natürlich allein trotz, sage ich mal, die Vielfältigkeit der Berliner Bevölkerung, es gibt jeden Tag Menschen, die auch rassistisch und behandelt werden oder auch diskriminiert werden. Gibt es konkrete Gegenmaßnahmen im Bezirk, praktisch auch das zu vermeiden, zu bekämpfen? Vielleicht erzählen Sie ein bisschen was dazu.
Also Rassismus ist ja ein Krebsgeschwür, glaube ich, weltweit. Also wenn wir von Globalisierung sprechen, dann gilt das natürlich auch für solche gesellschaftlichen Problemen anzeigen, für ein solches Krebsgeschwür wie Rassismus. Und wir können ergänzen Antisemitismus, Homophobie, Ausländerfeindlichkeit. Eine Maßnahme, meine Lieben, ist zum Beispiel, wenn sich alle mal umdrehen, ja, Charlottenburg-Wilmersdorf, Doppelpunkt, unsere Normalität heißt Vielfalt. Dieses Transparent haben wir extra für dieses Fest angeschafft und wollen damit deutlich machen, dass mit Blick auf Parteien, die Normalität definieren im Sinne von Ausgrenzung, dass andere nicht dazugehören, die rote Karte gezeigt wird. Eindeutig gesellschaftlich die rote Karte gezeigt wird. Denn ich wiederhole mich, es ist letztlich auch eine Haltungsfrage. Vielfalt ist mitunter auch anstrengend, was auszuverhandeln, aber letztlich ein Schatz, hat ein positives Vorzeichen. Und bezogen auf Rassismus und diese schlimmen Vorfälle, die auch immer wieder im Alltag von Charlottenburg-Wilmersdorf aufploppen, ebenfalls klare Ansage, die Thematik oder Problematik kann man nicht allein im Rathaus abgeben. Da ist jede und jeder Einzelne von uns, auch in der Zivilgesellschaft, gefordert, klare Kante zu zeigen. Rote Karte denjenigen, die meinen, gegenüber anderen sich erheben zu müssen, egal welcher sexuellen Orientierung, Hautfarbe, was auch immer sind. Charlottenburg-Wilmersdorf steht für Inklusion und für Vielfalt. Dankeschön, Herr Naumann. Also sehr wichtige Wörter, dass Sie auch gerade auf dem Vielfaltsfest oder Fest der Vielfalt eigentlich auch ausgesprochen werden. Ich danke Ihnen. Wir haben nicht so viel Zeit, aber Sie wollten zum Beispiel jemanden auf die Bühne bitten. Ja, ich habe einen Ehrengast eingeladen, bevor wir dann zur Preisverleihung, Urkundenübergabe für Fairtrade Town kommen. Lea Roos ist Nachbarin hier im Kiez. Ich habe Lea Roos als Ehrengast gebeten, mich heute hier zur Bühne zu begleiten. Ein Applaus für die Nachbarschaft, für die Grand Damen hier im Kiez. Kriegen wir das hin? Kann jemand helfen? Ist ja nicht wirklich eine Treppe. Jetzt müssen wir noch Sport machen, Frau Roos hier. Junge, Junge, Junge. Grüßen Sie mal. Sehr erfreut. So, Frau Roos hat mich gefragt, ja, was wollen wir denn hier oben machen? Da habe ich gesagt, na ja, klar, wir wollen ein bisschen kurz über den Kiez sprechen. Wie lange sind Sie hier zu Hause? Um die Ecke. Ich wohne hier seit 2009. Und Engagement hier im Kiez bedeutete vor allem für Sie auch ein Stück weit die Trias aufzurufen, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Also es war ganz einfach. Vor meinem Haus sind 4 Stolpersteine gewesen. Und die habe ich mir angeguckt und dann habe ich die GSW angerufen, die Wohnungsbaugesellschaft, und habe gesagt, wir müssten mal gucken, wie viel bin ich besser zu verstehen. Ja, wie Zahnbürste, sage ich immer. Dann müssten wir noch Stolpersteine hinlegen. Und dann habe ich mich erkundigt, wie man das macht. Und da gab es einen wunderbaren Mann, der das für den Bezirk Wilmersdorf gemacht hat. Der hat das eruiert. Wir haben dann herausgefunden, dass in diesem kleinen Stück Trautenaustraße, Günzelstraße bis hierher, 120 Jüdinnen und Juden aus den Häusern verschleppt worden und ermordet worden sind. 120. Und dann habe ich in meinem Büro meine Mitarbeiterin gebeten, mir zu helfen. Und dann hat eine Nachbarin von gegenüber uns geholfen. Und dann muss man halt von Wohnung zu Wohnung, von Haus zu Haus gehen, um das Geld einzusammeln. Klinken putzen. Die Verlegung eines Stolpersteins kostet 120 Euro. So, und dann sind wir gegangen. Und dann war das Tolle, es gab Leute, die haben sofort gesagt, ja, machen wir, das bezahlen wir vor unserem Haus 3 oder 4. Und andere haben gesagt, verpisst euch. Und das war ein Haus, in dem 12 Jüdinnen und Juden abgeholt wurden. Hier vorne. Und dann habe ich zu meiner Mitarbeiterin gesagt, also ich gehe da nicht nochmal hin. Und die sagt, du, ich gehe da nochmal hin. Und dann ging sie nochmal hin und dann kam eine blonde Frau um die 60 auf sie zu und hat gesagt, sind Sie von dieser Initiative? Da sagte die ja. Und da sagte die, hören Sie mal, ich bin die Hausbesitzerin und ich bezahle alle 12 Stolpersteine und ich komme auch, wenn die verlegt werden. Und die hatte Tränen in den Augen, als sie sagte, es sind 12
Jüdinnen und Juden gewesen, die aus meinem Haus damals deportiert wurden. Naja, und dann haben wir mit Demnig, der das alles macht, einen Termin verabredet. Und dann haben wir die 120 Stolpersteine an einem Sonntag, alle, das war vorbereitet natürlich, an einem Sonntag verlegt und haben um 15 Uhr hier von diesem Platz eine wunderbare Feier gemacht. Und da hat die Zezilienschule uns sehr geholfen. Die waren ganz toll, diese Kinder. Also die Lehrer haben mich gebeten, auch zu erzählen über Deportation und Mord. Das habe ich gemacht. Und dann haben die aber sich was einstudiert. Das war ganz unglaublich. Um 15 Uhr kamen lauter Kinder da raus. Die hatten schwarze Kleider an mit einem gelben Stern und haben gespielt. Und dann haben die sich auf die Erde gelegt und dann hieß das, sie sind deportiert worden und dazu gab es Musik. Und dann sind die wieder aufgestanden. Und das waren ungefähr so viele Leute, wie Sie alle jetzt heute hier sind, die dazugeguckt haben. Also wir waren völlig hin und weg. Und dann haben die uns erzählt, dass sie hier immer um den Platz rumgelaufen sind. Und dann haben die Eltern da gestanden und jeder hat dann 20 Euro bekommen, wenn er dreimal oder sechsmal um den Platz rumgelaufen ist. Ja, das war so ein Sponsoringlauf. Ja, das war ein Sponsoring, na klar. Und die haben, also hier, da haben wir ja so eine Tafel errichtet und das kostete viel Geld. Also ich muss sagen, die haben wirklich mitgemacht. Und die Mehrheit der Leute in der Trautener Straße haben gesagt, ja, wir finden das richtig, die Stolpersteine zu verlegen und wir bezahlen die 120 Euro. War toll. Lea Roos, tolles zivilgesellschaftliches Engagement hier im Stadtteil, hier im Kiez. Beste Gesundheit. Danke. Alles Liebe gesund. Und Gute. Ich bin dreimal geimpft. Gehen Sie zum Impfen. Ich muss Ihnen sagen, wer sich nicht impfen lässt, der schädigt uns alle. Unsere Kultur, unsere Wirtschaft, das geht so nicht. Wir müssen alle geimpft sein, damit wir nicht wieder einen Lockdown kriegen. Wieder einen Lockdown könnte man sowas alles nicht machen. Also geht alle zum Impfen. Hört auf Lea. Vielen Dank. Schön. Jetzt machen wir weiter. Wunderbar, hier. Was ihr hier alle gemacht habt. Ganz toll. Danke für das Lob. Wir passen auf. Sicherheit. Hoppla. Ja. So, und jetzt dürfen wir mit Fairtrade Town. Jetzt machen wir Fairtrade Town 10 plus 2. Ja. Ich glaube, Kollege Schrofenegger muss jetzt zur Bühne hochkommen. Und ich nutze mal die kleine Zwischensituation und fange an. Es wird immer gefährlich. Es ist eben Gesundheit, wenn ich anfange aufzuzählen. Es ist eben Gesundheit angesprochen. In meinem Blickfeld ist Detlef Wagner, der Stadtrat für Gesundheit und Soziales, der das mobile Impfen hier mit auf die Beine gestellt hat, zusammen mit den Maltesern. Herzlichen Dank und willkommen. Ich habe die Vorsteherin der BVV, Charlottenburg-Wilmersdorf, gesehen. Annegret Hansen für die SPD. Judith Stückler, stellvertretende Vorsteherin der BVV für die CDU, ist mit dabei. Ich sehe aus dem Bezirksamt natürlich, liebe Heike Schmidt-Schmelz, die Stadträtin für Kultur, Bildung, Sport, Weiterbildung. Die zweite Kollegin, ja, wir haben vier Fünftel, ne? Vier Fünftel des Bezirksamts dann jetzt hier. Dich begrüße ich gleich noch extra. So, jetzt muss ich noch mal gucken. Dagmar Kempf, die Co-Vorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen, ist mit dabei. Herzlich willkommen. Jetzt schaue ich mal, dass ich hier... Herr Hertel für die CDU-Fraktion, herzlich willkommen. Es wird immer schwierig, wenn ich anfange aufzuzählen, ist die Gefahr, dass ich jemanden übersehe. Aber ich nee, wir sind bei der BVV noch. Ich glaube, das waren jetzt alle Bezirksverordneten. Dr. Claudia Bus natürlich, ja, für die SPD-Fraktion stellvertretende Vorsitzende, genau. Wolfgang Tillinger. Ihr seid alle so schüchtern, macht doch mal so, das ist schwierig von hier oben. So. Und dann kommen wir zum Abgeordnetenhaus. Ich freue mich, dass... Franziska Becker, Abgeordnete hier für den Wahlkreis Wilmersdorf City, für die SPD mit dabei ist und Ilka Radziwill für den Wahlkreis Lietzensee-Klausener Platz von der SPD. Jetzt muss ich mal gucken, ich glaube, das ist das Abgeordnetenhaus und der Deutsche Bundestag hat sich nicht nehmen lassen. Klaus-Dieter Gröhler für die CDU, direkt gewählt, herzlich willkommen, lieber Herr Gröhler. Glauben Sie mir nicht gleich weg. Ich muss ihn noch an Ohrläppchen knabbern. Alles Gute. Danke da. Alles gut. So, das war jetzt, manche finden es immer ein bisschen nervig, aber wichtig, weil
die Mehrzahl der Damen und Herren in der Kommunalpolitik sind ehrenamtlich unterwegs. Und die demokratischen Parteien, die jetzt seit Pfingsten im Wahlkampf sind, auf den Straßen Rede und Antwort stehen, sind zu 99% ehrenamtliche Bürgerinnen und Bürger, die sich für unsere Demokratie einsetzen. Und dafür dürfen wir auch mal einen kräftigen Applaus abgeben. Absolut. So, Elfi Janssen ist die Sprecherin von Fairtrade-Town und ich übergebe jetzt mal an dich, liebe Elfi, nachdem ich natürlich den Kollegen Schroffenegger auch bitte formvollendet noch hier in unserer Runde begrüßt habe. Ja, ganz herzlichen Dank. Wir freuen uns als Steuerungsgruppe der Kampagne Fairtrade-Town in Charlottenburg-Wilmersdorf hier heute auf dem Fest der Vielfalt auch unser zehnjähriges Jubiläum und die erneute Verleihung des Titels für weitere 2 Jahre feiern zu können. Und ich denke, zur Vielfalt dieses Bezirks gehört halt auch, dass es viele, viele Menschen gibt, die sich dafür einsetzen, dass auf der ganzen Welt und nicht nur hier die Menschen in Freiheit leben können, dass sie von dem, was sie für ihre Arbeit als Lohn bekommen, auch leben können, dass sie ihre Familien ernähren können, dass Kinder nicht arbeiten müssen, sondern in die Schule gehen können, dass es eine Sozialversicherung gibt und eine Absicherung. Und diese Menschen sind ganz viele heute hier. Ich möchte am Anfang 2 hervorheben. Das ist einmal Judith Ziller aus dem Weltladen Ajanela und dem Verein Eine Welt St. Ludwig. Und Monika Thiemen, die Bürgermeisterin aus der Zeit, als die Fairtrade-Town gegründet wurde. Und ich soll ganz herzlich grüßen von Martina Schmiedhofer, die nämlich die dritte Mutter quasi im Bunde ist, dass Charlottenburg-Wilmersdorf 2011 als erster Bezirk des Landes Berlin Fairtrade-Town wurde, weil Judith Ziller ist wirklich die Obermutter, sagen wir mal so. Die hat das schon seit 30 Jahren in der Kirche St. Ludwig begonnen, für den Eine-Weltkreis auch Waren aus dem globalen Süden zu verkaufen. Und als der Laden 10 Jahre Geburtstag feierte, gebar halt die Idee zwischen einigen Damen, unter anderem halt Frau Thiemen, die noch dazukommen, und Frau Schmiedhofer, wir könnten das doch mal angehen, dass dieser Bezirk Fairtrade-Town wird. Und toll, Leute, ihr habt es geschafft und ihr hattet viele, viele Mitstreiterinnen. Wichtig ist, es müssen immer Leute aktiv dabei sein. Und deswegen möchte ich, auch wenn die Zeit ein bisschen knapp wird oder wir das jetzt überziehen, einfach mal die Leute vorstellen, die auch in der Steuerungsgruppe im Moment sind. Ich sehe Katrin Lück, die Gleichstellungsbeauftragte. Von der Stabsstelle Bildung und nachhaltige Entwicklung muss Juliane da sein, die zweite Sprecherin. Wir haben seit diesem Jahr das Glück, dass Felix Nieke von der Wirtschaftsförderung dabei ist. Judith Ziller ist auf jeden Fall dabei, Claudia Buss ist dabei, Marlene Zischinger, die sind schon viele, viele Jahre dabei, und Alexander Kaselias hängt hier irgendwo auf dem Plakat, konnte heute aber nicht dabei sein. Habe ich einen von uns übersehen? Dich. Ich bin ja die Sprecherin, das hast du ja schon gesagt. Ja, und wir haben die Politiker, die politischen Parteien, die im Bezirksamt sind, und Frau Zischinger als Mitglied der Steuerungsgruppe vor ein paar Wochen gebeten, uns Wahlfragen zu beantworten. Ich werde jetzt nicht die Antworten vorlesen. Bei uns am Stand hinten könnt ihr die Antworten sehen. Es haben sich alle, Frau Buss, Frau Zischinger, der Alexander, Frau Stückler, ich glaube, das war es schon. Also jedenfalls 4 Parteien haben geantwortet und haben alle sich bereit erklärt, auch in Zukunft diese Fairtrade-Town-Kampagne zu unterstützen, auch dafür zu sorgen, dass die faire Beschaffung weitergeht und so weiter. Und wir haben ja im Frühjahr, Corona-bedingt nicht hier im Bezirk, sondern bei einer großen Veranstaltung, die Urkunde für 2 Jahre bekommen. Die haben wir hier dabei. Die hat Herr Schroffenegger gekriegt damals und der durfte sie dann auch an den Bürgermeister als Bürgermeister weitergeben, weil der damals nicht dabei sein konnte. Und wir würden total gerne mit allen, die jetzt hier sind, wo auch, ich sehe da hinten noch Menschen, die 2011 dabei waren, Fairtrade-Town, Herr Kröler, Frau Nagel, Frau Linke und wie viele andere, wir würden gerne mit euch allen ein Bild machen, dass wir uns hier vorne vor der Bühne halt aufstellen und die Urkunde dann auch schön hochhalten.
damit wir einfach auch für dieses Jahr ein Andenken haben, dass wir trotz Corona es geschafft haben, einfach nochmal die Gruppe zusammenzukriegen. Und eine Bitte an alle Politikerinnen, die hier sind, die Aktiven oder die es schon noch werden wollen. Wir haben am Stand ein Versprechen, das Sie abgeben können. Ganz viele haben das schon gemacht. Es geht einfach um die Grundforderungen, ne? Existenzsichernde Löhne, Menschenrechte überall, Handelspolitik fair gestalten. Das ist nichts, wofür Sie sich jetzt morgen verpflichten müssen, dass Sie was ganz Bestimmtes tun. Ich denke, das können Sie alle gut mittragen. Ich würde Sie dann bitten, zum Stand zu gehen, das zu unterschreiben. Und bevor wir das vergessen, wir haben natürlich eine Fair-Wundertüte versprochen. Also wir haben hier einige Tüten mit ein paar, wie heißen die immer, Gimmicks? Geschenken, Informationen zum fairen Handel, kleine Kostproben aus dem fairen Handel, die Sie dann gerne mitnehmen können und jetzt vielleicht auch schon bei Claudia abholen können. Möchte Oliver noch was? Na, ich sage nur noch, auch von Seiten des Bezirks, nochmal herzlichen Dank an die Initiative und die vielen Ehrenamtlichen. Und eine Überraschung kann ich noch ankündigen. Wir werden eine Kooperationsvereinbarung in den nächsten Tagen mit einem der ganz großen Sportvereine im Bezirk machen. Und darin steht dann, dass der Sportverein sich umstellt in Richtung Fairtrade. Das heißt Bälle, das heißt Trikots, das heißt aber auch zum Beispiel die Gaststätte, die Vereinsgaststätte. Das ist mal ein Versuch, sozusagen wirklich in die Breite zu kommen und damit dann nochmal ganz andere Zielgruppen auch zu erreichen, als die, die es sowieso immer schon wissen. Das werden wir auf jeden Fall noch hinkriegen. Und ich glaube, das ist dann nochmal ein Schritt weiter als das, was wir in den letzten Jahren gemacht haben. So, jetzt nochmal ganz kurz, die Fair-Wundertüten, wenn die hier nicht reichen, hinten am Kulinarik-Kiosk, Ecke Trautenhausstraße, gibt es noch mehr. Bitte dann nachher, nach dem Foto erst, ja, dorthin gehen und sich da noch was holen. Wenn die Mädchen mal fürs Foto in die Mitte. Ja, wir sind unter anderem. Nee, lass ich uns ja keine. Einmal ein Foto hier. Nehmt mal die Kiste runter. Ja, die Kiste. Also, wenn wir das Foto gemacht haben, wird die Bühne dann hier freigegeben wieder für die Musik. Ich sage an der Stelle ein großes Dankeschön vor allen denjenigen, die das hier organisiert haben. Dem Integrationsbüro, dem Haus Pangea und dem Fairtrade-Organisationskomitee. Ihr habt das super gemacht. Es wird leicht unterschätzt, wie viel Arbeit da drin steckt. In diesem Sinne wünsche ich mir, dass Sie Ihr demokratisches Wahlrecht ausüben. Ich habe eine Wette laufen, dass Charlottenburg-Wilmersdorf eine Wahlbeteiligung zwischen 80% und 85% erreicht. Also, tschakka tschakka, Bundestag, Landtag, Abgeordnetenhaus, BVV, lasst mich nicht hängen, wählen gehen, Briefwahl oder am 26. September. Für den Moment erklären wir dann hiermit, auch wenn es natürlich seit 14 Uhr schon in wunderbarer Vielfalt läuft, ganz offiziell das Fest der Vielfalt für eröffnet. Habt Spaß! Herzlichen Dank, Herr Neumann. Dann kommen wir nochmal miteinander ins Gespräch. Wollen Sie auch keine Stimme? Wollen Danke. Okay.
ให้บุญประจำขอมีเหตุบุญตามมีตามของมี12ของ14ยิ่งเป็นบุญประจำปีคนอีสานมีความสนุกเลือVerein einen dicken Applaus geben, weil es ist immer wieder auch angefeindet, dass die Thais auf der Wiese im Preußenpark sind. Wir bemühen uns um einen Interessenausgleich. Ihr sollt wissen, ihr seid herzlich willkommen. Das ist Teil der Vielfalt bei uns im Bezirk. Dankeschön. So, jetzt wir kommen praktisch zur Übergabe, der Urkundenübergabe von Integrationspreis, das ich denn letztes Jahr digital überreicht wurde. Jetzt muss ich mir praktisch physisch das auch nachholen. Ich bitte deswegen Frau Behnaz Afshar, die Leiterin des MIQ-Instituts im Pangea-Haus, auf die Bühne, bitte. Frau Afshar hat praktisch den Integrationspreis 2020 für Einzelpreis eigentlich gewonnen. Und ich gratuliere sehr herzlich. Und Herr Naumann, Sie haben das Wort dazu. Ja, meine 1, 2, 3. So geht's auch. Ja, meine lieben, Charlottenburg-Wilmersdorf verleiht seit vielen, vielen Jahren einen Integrationspreis. Das findet immer statt am 18. Dezember, weil das ist der internationale Tag der Migrantinnen und Migranten weltweit. Warum dieser Preis? Weil wir damit das Engagement von Menschen, die sich für Vielfalt, für ein friedliches Miteinander, für einen Respekt und eine Wertschätzung der unterschiedlichen Kulturen, Herkünfte bei uns im Bezirk einsetzen. Und deswegen haben wir natürlich auch 2020 den Preis verliehen. Frau Afshar ist die Preisträgerin im Einzelpreis und vielleicht liest du die oder ich lese mal die Urkunde vor. Ja, wir hatten eine Preisverleihung damals Pandemiezeit mit Übertragung im Rathaus Charlottenburg und ich finde es eine sehr schöne Idee, dass wir das hier heute nochmal offiziell mit Publikum und Applaus nachholen können. Also das ist die eingerahmte Urkunde, Integrationspreis 2020. In Anerkennung und Würdigung der besonderen Verdienste im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin verleihen wir Frau Behnaz Afshar den Integrationspreis 2020 mit dem Datum vom letzten Jahr, hatte ich eben schon genannt. Leon Godefroy, der Integrationsbeauftragte, derzeit in Elternzeit noch. Und ich habe für
das Bezirksamt als Bürgermeister unterschrieben. Herzlichen Glückwunsch und einen fetten Applaus. Hey. Und bevor es die Blumen gibt, nee, jetzt macht ihr Sportunterricht gleich. Natürlich interessiert uns noch mal einen Schritt nach vorne. Interessiert jetzt natürlich das begeisterte Publikum in 2, 3 Sätzen. Was ist Ihre Arbeit? Hier ja auch um die Ecke im Pangea-Haus, müssen wir ja noch mal sagen, ne? Ja. Hallo, herzlich willkommen zu unserem Fest der Vielfalt. Dankeschön, Rathaus Charlottenburg-Wilmersdorf, wegen der Aufwertung der Integrationsarbeit in diesem Bezirk. Durch Ihre Arbeit, gute Integrationspolitik, ist der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf sehr Vielfalt und offen für alle. Und hierdurch haben wir viele Organisationen, migrantische Organisationen, die haben gute Entwicklungschancen. Eine davon bin ich. Seit 2010 bin ich im Pangea-Haus als Integrationskursträgerin mit kostenloser Kinderbetreuung. Und unsere Teilnehmer, die Eltern, die haben noch nicht keinen Kindergartenplatz haben, die können bei uns Kinderkurs besuchen, dann kostenlos unsere Kinderbetreuung benutzen. Dankeschön für Ihre sehr gute Integrationspolitik im Bezirk. Danke. Ja, wir haben zu danken und ich will nochmal verdeutlichen, das Erlernen der deutschen Sprache ist ein ganz wichtiger Schlüssel, um in der Gesellschaft anzukommen, um Fenster und Türen für sich persönlich zu öffnen. Und gerade Frauen, Mütter mit Kindern brauchen die Unterstützung, wenn es dann um Betreuung geht. Und das ist das Projekt, was in einer Jury damals mit über 1000 Menschen, die im Internet mit abgestimmt haben, entschieden haben. Integrationspreisträgerin 2020 ist Binaz Afshar. So, ich mache mal den Vorschlag, dass wir die Blumen hier vorne hinstellen. Ja, dann sieht es auch noch schön aus. Ja, und bleib mal oben, bleiben Sie mal oben und jetzt geht's weiter. Okay. Dann darf ich Herrn Jalal Abu Alenen auf die Bühne bitten. Der hat für die wunderbare Arbeit seines Instituts, Al-Hadara-Institut, den Integrationspreis für eine Organisation gewonnen. Bitte sehr, Herr. Applaus Abu Alenen. Hier. Er ist so sportlich, er braucht, glaube ich, gar keine Unterstützung. Er macht das perfekt. Sehr schön. Ja, schön, dass wir uns wiedersehen. Ja, wir haben es leider länger nicht gesehen und ich dachte mal, wow, ja, hier so mit Anzug und Schlips auf dem Fest, perfekt. Muss der Bürgermeister sein, habe ich gedacht. Hallo und zuerst möchte ich alle bedanken für die Verleihung des Preises und auch wir sind eine so Nachhilfeschule, wir sind ein Institut, wir geben die Stützung in Hauptfächer Mathe, Deutsch, Englisch auf die Muttersprache bzw. Arabisch und Deutsch gleichzeitig. Also die geflüchteten Schüler und Schülerinnen haben Schwierigkeiten, sagt man ein bisschen Katastrophe, Mathe sofort auf Deutsch zu verstehen, also Physik, Chemie, Bio sofort auf Deutsch zu verstehen. Trotzdem, dass sie in den Schulen, also sie haben die Volkenklasse gemacht und so, aber trotzdem, sie brauchen die Unterstützung, diese Hauptfächer auf die Muttersprache und Deutsch gleichzeitig zu nehmen. Also deshalb bieten wir diese Unterstützung für alle Fächer. Wir bereiten die Schüler und Schülerinnen für die MSA-Prüfung, für die Fachabiturprüfung und auch für die Abiturprüfung. Ein tolles Konzept, weil es eben auch verdeutlicht, ja, Bildung ist für die Integration mindestens die halbe Miete. Und ich kann nur sagen, ich habe Physik schon auf Deutsch nicht verstanden. Jetzt stellt euch mal vor, ja, man muss Physik auf Arabisch-Deutsch verstehen, wenn man eigentlich gar nicht hier aufgewachsen ist. Ich lese die Urkunde vor. Integrationspreis 2020, Urkunde. In Anerkennung und Würdigung der besonderen Verdienste im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin verleihen wir dem Al-Hadara-Institut den Integrationspreis 2020
Berlin, 18. Dezember 2020, mit den beiden Unterschriften des Integrationsbeauftragten und des Bürgermeisters. Herzlichen Glückwunsch, macht weiter so. Und die Blumen gibt es auch aus unserer Bezirksgärtnerei, die können wir gleich dann einsammeln. Vielleicht noch eine Abschlussfrage, wo unsere Preisträger geboren sind, denn sie sind ja jetzt auch nicht wahrscheinlich hier im Westend-Krankenhaus aufgewachsen. Bestimmt nicht. Frau Abschau, sagen Sie einfach, ab seit wann Sie einfach in Deutschland sind und wo Sie eigentlich geboren sind. Ich komme aus dem Iran und seit 20 Jahren bin ich in Deutschland. Super, sehr schön. Und vielleicht... Und wir auch noch? Also ich bin seit nur 5 Jahren hier in Berlin geworden und ich bin in Damaskus geboren. Also hier in Berlin bin ich nur 5 Jahre. Also aus Syrien. Iran und Syrien, zwei tolle gelebte Beispiele von Integration. Ja, ich finde, so eine Vorbilder, das sage ich auch nochmal ganz bewusst, brauchen wir. Auch deshalb ehrt der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf Sie aus vollem Herzen. Und wir sind ja jetzt schon kurz vor der neuen Ausschreibung. Cem, vielleicht möchtest du was dazu sagen. Cem Gömisay, unser amtierender Leiter des Integrationsbüros. Genau. Nach dem Preis ist vor dem Preis. Die Nominierungen für den Integrationspreis 2021 sind begonnen oder haben begonnen. Wenn Sie einen Vorschlag haben, können Sie gerne bei uns am Stand vorbeikommen und den dort abgeben. Oder aber auch online auf unserer Webseite, das ist auch möglich. Ja, wir freuen uns auch wieder auf eine rege Beteiligung und sehen uns dann am 18.12. dieses Jahr, an einem Samstag, im Rathaus wird die Verleihung stattfinden, wenn es denn die Corona-Situation zulässt. Und nächste Woche geht die Pressemitteilung raus, die liegt bei mir noch auf dem Schreibtisch. Ja, herzliche Einladung, sagen Sie es bitte weiter. Es gibt ganz viele tolle Beispiele aktiver Integrationsarbeit im Bezirk. Vielleicht ist der eine oder die andere oder Organisation mit dabei, vorgeschlagen zu werden für das Jahr 2021. Ja. Dankeschön. Danke sehr, vielen Dank. Herzlichen Herr Glückwunsch. Vielen Dank, Frau Abschau, Frau Allerin. Dankeschön. Vielen Dank für die schönen Hausverwaltungsministern und Herr Bezirksbürgermeister. Ich persönlich würde vielleicht den Bezirksbürgermeister vorschlagen als Kandidat für den Integrationspreis, aber vielleicht passt das eigentlich in die Kriterien. Dann alles klar. Es geht um die Arbeit in Afghanistan und in Deutschland. Ich habe mich in den letzten Wochen was gesehen. Danke. Ja, mal aktivieren. Ich kann nicht gar nicht, das kann. So, das war jetzt das Hallo.